Ich frag mich, ob Krach uns hilft. Er kannte Ciri gut. Sie und Chalmar waren Spielkameraden. Bitte, so gut wie neu. Gehen wir zur Totenfeier zurück. Ja, das ist die Sache. Krach an Kreid hat nach euch gefragt. Wir waren draußen für ein wenig frische Luft. Gut, genau. Schön, dass ihr zurück seid. Die Thronanwärter werden gleich vortreten. Hört meine Worte. Nichts zeugt von mehr Mut als der Kampf gegen eine von Menschen und Göttern verfluchte Bestie. Es gibt nichts Größeres als den Dienst für die Göttin. Na gut. Ungewöhnlich schöne Worte. Danke. Wir nehmen sie uns zu Herzen. Und nun fangen wir an. Wir haben Bran ins Jenseits geleitet und müssen nun seinen Nachfolger wählen. Ein König ist weise. Ein König verbreitet Respekt. Ein König hat Eier. Wir haben viele solcher Männer. Mögen jene vortreten, die sich für würdig erachten, Königes Thron zu besteigen. Ach ja, oh Mutti, ja. Oh. Und er soll König werden? Also er will König werden, so. Ein bisschen mickrig, aber das Messer reicht, um nicht auszuweiden. Boah, das muss alles richtig. Mein Sohn kann heute nicht hier sein. Aber seht seine Axt. Seht seinen Willen. Wow. Genau, Ceres. Er schüttelt den Kopf. Nö, natürlich. Möge der Beste oder die Beste gewinnen. Ja, los, schmeiß deins auch da rein. Aber ich bin ja kein Skelliger. Nee. Was ist nur in sie gefahren? Sie ist deine Tochter, oder etwa nicht? Jetzt verstehe ich, warum sie nach Speaker hoch wollte. Ach, Kinder. Jedes Jahr bereiten sie eine mehr Probleme. Kommt mit. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt reden. Okay. Dann leg mal los. Geralt, wie war es, als Ciri langsam zu einer Frau heranwuchs? Ich erinnere mich gut an ihre Großmutter, ihre Mutter, wie sie war. Es heißt doch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ciri war nicht zu bändigen. Sie ließ sich nichts vorschreiben, machte alles so, wie sie es wollte, fast immer. Warum fragst du? Einfach so. Sie und Ceres sind fast gleich alt. Aber über meine Kinder sprechen wir später. Erstmal geht es um deins. Yennefer behauptet, dass Ciri in Schwierigkeiten steckt und ihr sie sucht. Das stimmt. Wenn ich euch helfen kann, mit Gold, Schiffen oder was auch immer, dann sagt's mir. Ich gebe euch, was ich kann. Und ich weiß, dass das Mädel lebt. Wenn das Blut von Rhiannons Töchtern vergossen wird, sind die Meere weiß vor Zorn. So einen Sturm hätte ich bemerkt. Die magische Anomalie auf Ard Skellig hat irgendwas mit Ciri zu tun. Zumindest denkt Yennefer das. Das ist meine Vermutung. Aber das kann ich erst mit Sicherheit sagen, wenn ich mich dort umgesehen habe. Ich habe die verdrehten, unnatürlichen Formen gesehen.
Die Druiden konnten die Entstellung kaum aufhalten. Yennefer, wie könnte Ciri solch eine Katastrophe verursacht haben? Das würde ich auch gern wissen. Ich werde es herausfinden, sobald Moissac meine Nachforschungen nicht mehr behindert. Mach dir um ihn keine Sorgen. Druiden vertrauen Magier nicht. Aber Moissac hat sein Herz am rechten Fleck. Ich nehme an, er weiß nicht, dass ihr Ciri sucht. Das geht ihn nichts an. Hab ich mir gedacht. Jedenfalls ist Arzkellig meine Insel. Und ihr habt meine Erlaubnisse zu erforschen, wie ihr nur wollt. Wow. Danke. Das ist nicht nötig. Ich habe einst einen Schwur geleistet. Den möchte ich halten. Arnwald! Sag dem Druiden, dass ich ihn sprechen muss. Am üblichen Treffpunkt. Ich möchte noch eine Sache ansprechen. Diesmal geht es um meine Kinder. Erinnerst du dich an Hjalmar? Er hat geschworen, den Riesen von Undvik zu töten. Er ist losgezogen und noch nicht zurückgekehrt. Während Ceres ihr eigenes Abenteuer angekündigt hat. Sie hat die fixe Idee, dass Udalric nicht verrückt, sondern verflucht ist. Riesen? Die sind doch schon längst ausgestorben. Hat wirklich jemand einen Riesen auf Undvik gesehen? Ja, viele der Flüchtlinge. Der Riese hat alle von der Insel vertrieben. Ich habe die Überlebenden des Tordaroch-Clans hier auf Arzkellig aufgenommen. Ich habe ein Gerücht gehört, dass auf Undvik ein unnatürlicher Frost herrschte, bevor der Riese kam. Das stimmt. Hjalmar wollte den Riesen töten, um die Insel wieder ihren Bewohnern zurückzugeben. Eine Tat, die eines Königs würdig ist, so glaubt er. Mein Sohn hat in Neuhafen einen ordentlichen Trupp zusammengestellt. Sie wollten nach Undvik segeln und von dort zum Dorf Urska ziehen. Aber so viele Männer hätten den Riesen doch schon längst erledigt haben müssen. Deshalb wollte ich dich bitten. Du solltest in Neuhafen anfangen und dich da umhören. Vielleicht hat Hjalmar seine Pläne da jemandem mitgeteilt. Ich nehme an, Ceres will den Fluch brechen. Es gibt keinen Fluch. Ceres möchte Hjalmar nacheifern und eine Tat begehen, die einer Königin würdig ist. Denkst du, dass ihr meine Hilfe braucht? Du wolltest mich darum bitten. Warum? Die Sache ist die. Ich traue Udalric nicht weiter, als ich spucken kann. Ceres hört weder auf mich noch auf ihren Bruder. Doch wenn ihr ein Experte erklärt, dass sie sich irrt, wird sie vielleicht einsichtig. Also, ja, ich bitte dich darum, ihr die Sache zu erklären und sie zurückzuholen. Ich frage mich, hast du keine eigenen Pläne für die Krone? Ich denke, dass dich viele Jarls unterstützen würden. Viele? Der Widerstand wäre heftig und erbittert. Lugos der Irre würde eher einen Nilfgaarder auf dem Thron sehen wollen. Außerdem muss ein Mann wissen, wann er zur Seite treten und der Jugend das Ruder überlassen sollte. Wenn Hjalmar oder Ceres Hilfe brauchen, werde ich ihnen helfen. Ich danke dir. Da jetzt alles besprochen ist, sollten wir anfangen. Wir müssen herausfinden, ob Ciri noch immer auf Arzkellig ist. Ich mache mich reisefertig und komme dann zu dir. Fahr nach Süden. Die Anomalie, die wir untersuchen sollen, hat einen Teil des Waldes am Ufer der Bucht zerstört. Es war wirklich ein sehr erfolgreiches Festkrach. Wir sehen uns später. Ja, dann trifft Yennefer am Echo. Nein, das werden wir jetzt noch nicht machen. Echo der Vergangenheit. So, jetzt werden wir die Quest gucken. Echo der Vergangenheit, nein, Praktikum, fliegende Fäuste, die Familienklinge, das sind mehrere Orte, der Herr von Undvik, Eisriesen, ja, das machen wir jetzt, genau, was habe ich denn sonst hier noch? Oh ja, hier sind einige schöne Sachen, extra Aufträge,
Der Herr des Welt. Schatzsuche. Ja. Das sind alles noch. Muss ich mir hier wieder zusammensuchen. Gut. Dann lass mal knacken. Diese Tischmesser taugen höchstens zum Zerreißen. Bestimmt. Kannst du das ja mal ausprobieren, du Kasper. Oh. Du bist so voll wie ein Meerschweinchen. Ja, du auch. Nee, Jalmar wird wirklich nicht König, da hast du recht. Hui! So, wie viel Uhr haben wir denn? 18 Uhr, Auftrag, das schon, ach so, nein, nein. Eine Verzierung, ich habe sie eingraviert. Genau. Sei gegrüßt, Weißer Wolf. Ich dachte mir, dass du kommen würdest. Ach was, ich wusste es. Ach ja? Hier in der Festung Kertrolde findet man die bestsortierte Waffenkammer von Skellige. Jeder weiß das. Das sehe ich mir gern selbst an. Nimm dir Zeit. Sieh dich gründlich um. Mach ich. Ich suche jemanden, der mir eine Brustplatte in Meisterqualität anfertigen kann. Ich kenne keinen Meister, der kein Zwerg ist. Fergus vielleicht? Der sitzt irgendwo in Wählen, so viel man weiß. Was meinst du? Wer wird der nächste König der Insel? Chalmar. Das ist klar wie Kloßbrühe. Er ist tapfer und großzügig und aus Krachs Clan. Es gibt keinen besseren Anwärter. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. So, und das ist nicht das, was ich suche, sondern ich suche genau das. Nein. Oh, ich wollte gerade sagen, nicht, dass es wieder abkackt. Wunderbar. So, das ist erstmal alles. Ja. Mehr erstmal nicht. Halt. Was mache ich denn hier für eine Scheiße? Reparieren? Ja. Zack. Repariert. Und zerlegen. Jawohl. Ja, schöne Sache. Halt, nein. Gut, das war's. Und jetzt verschippern wir ein bisschen mit. Ja, die zahlen hier für Äxte und das mehr als für Schwert. Oh! 200. Ich brauche also 17 Öcken. 17. Das kann nur bedeuten 35. Das reicht. Ja, ja. Das reicht. Vielleicht kommen wir ja doch an 22, 88. Nehmen wir das. So. Ich brauche den Schmied. Na, der ist... Scheiße. Jetzt weiß ich nicht, ob das... Ja doch. Oho, wunderbar. Kann ich doch erledigen. So, komm her, Keule. Bist du an einer Waffe interessiert? Jedes Stück hier hat seine eigene Geschichte. Nö, eigentlich nicht. Nee, die Geschichte hören wir uns jetzt nicht an. Was brauchen wir dann noch? Moment. Der müsste doch... Nee, hat er nicht. Nö, hat er nicht. Aha. Okay. So, und jetzt noch das Ding da unten. Ja, ist erstmal egal. Ich muss erstmal Kohle haben. Ja, häufen, anhäufen. Oh, eine fehlt mir noch. Halt.
Moment. Okay. So, das müsste, glaube ich, reichen, ne? War das richtig? Ne, 10er mehr. Ein 10er mehr. Das sind 11 für einer. Komm. Kaufen wir das so. Und dann beschippern wir das Schwert. Das passt. Tschüss. Wiedersehen. Okidoki. So, jetzt werden wir uns... ein Hexer. So sieht er aus. Das heißt natürlich, ich muss wieder lesen. Schwuppdiwupp. So, Ibrahim Savis erste Karte. Nach der Entdeckung von Symbolen der Bärenschule der Hexer in der Ruine der Burg Thürsech beauftragte Professor Attimstein mich mit der Erstellung einer Karte wie der von A. Kermis, auf der die verschiedenen Fundorte solcher Symbole im Archipel verzeichnet sind. Professor Attimstein lag mit seinem Verdacht natürlich richtig. Ich fand rasch weitere Orte und markierte sie auf der Karte. Ibrahim Savi, Assistent und so weiter. So, was haben wir denn hier? Na, Professor Attimstein studierte in Bärenschule, Symbol, okay. Alles klar. Und ist dann auch wieder Thürsech, Bärensymbole, okay. Was ist das? Wolfsschulausrüstung, Skellige, einige befinden sich in hölzernen Fort. Ah, okay. Die Einwohner Skelliges erzählen sich wie alle Völker des Nordens Legenden über die wilde Jagd. Dieses fürchterliche Phänomen ist angeblich ein Omen von Kriegen und Unglücken. Charakteristisch für die Geschichten der Inselbewohner ist, dass ihnen, anders als in den Festlandslegenden, die wilde Jagd nicht als galoppierende Geisterkavalkade am Nachthimmel, sondern auf einem geisterhaften Langschiff erscheint. Dieses Schiff heißt Nagelfar. Es besteht aus den Klauen der Toten, wie es in den Insellegenden heißt. Und sie schneiden die abergläubischen Skelliger ihre Toten die Fingernägel ab, damit kein Baumaterial für das grächelige Landschiff anfällt. In vielen Legenden kommt die Nagelfar aus Mohawk, dem Land des Chaos. Die weiße Kälte. Ja, den lasse ich wieder, die Prophezeiung der Edline. Ja, gut. Ich lasse wieder durchlaufen. Gut. Wie gesagt, immer schön auf Stopp drücken, dann kann man auch alles lesen. So, that's it. Bärenausrüstung, genau. Ceres. Kann ich das jetzt schon machen? Da hinreisen? Aber ich glaube nicht. Doch. Wunderbar. Tritra Trollala. Der Kasperle ist wieder da. Yeah. Stimmt ja, man kann ja zu den, muss man ja. Wenn du das alles mit dem Boot machen musst, um erst zu aktivieren, dann wird das Spiel, weiß ich nicht, wie viele Folgen haben. 1000? So in der Art. So. Ich habe, ja, so, jetzt werden wir uns auch mal zu dem Schild begeben hier. Anschlagbrett. Ja, habe ich, weil ich dich gesehen habe, du. Zahnheilung. Ne? Sollten wir Versuche fehlschlagen, ziehe ich eine Schmerzfreie und ohne Bezahlung. Avaldur, okay. Okay. Die Sterne warnen.
Ah, halt. Nils verschwinden. Okay. Inge hat mich rausgeworfen. Ja. Anschlagwert, ja, habe ich doch. Nicht erkundet dort, klar. So, Nils verschwinden. An alle, die etwas wissen könnten. Nils aus unserem Dorf ist verschwunden. Er ist nun schon viele Tage lang fort und keiner weiß, wo er steckt. Wer etwas gehört hat, der komme bitte zu mir, auch wenn die Wahrheit bitter sein sollte. Meine Schwester Britt ist mit ihm verlobt und außer sich vor Sorge. Sie weint ganze Bäche. Ich schwöre bei Hemdal, wer uns Kunde bringt, bekommt eine anständige Belohnung. Kevan. Ach, da hinten muss ich doch gar näher. So, Moment, hier bin ich nur rein, um irgendwas zu looten. Ja, dann gehen wir hier rein. Wir sind gleich fertig. Da tauchte eine riesige Seeschlange auf und biss mir meinen Arm ab. Die Götter haben gesprochen. Sie wollen ein Opfer. In meinen Augen solltest du dich eher der Schlange stellen, Jarl. Nein, sie verlangen ein Opfer. Die Zeit ist gekommen, ich weiß es. Wir brauchen ein deutlicheres Zeichen. Wir warten bis zu deinem nächsten Traum. Ich brauche nicht noch mehr Zeichen. Ich suche Ceres. Sie soll hier gewesen sein. An Kretz Tochter? Ja, sie war hier. Wo ist sie jetzt? Was? Ceres. Wo ist Ceres? Weiß nicht. Keine Ahnung. Schluss mit den Fragen. Nicht gut. Ich suche Ceres. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich hoffe, dass sie ins Dorf gegangen ist. Sie hat uns lange nicht mehr besucht und wollte mit unseren Leuten sprechen, aber... Aber? Ich befürchte, dass sie zu dem alten Familiensitz von Jarl Udalric gegangen ist. Ich wollte es ihr ausreden. Der Brokwa-Clan will etwas vor Ankret verstecken? Nein, darum geht es nicht. Die Leute sagen, das Haus sei verflucht. Toll. Ich liebe Geisterhäuser. Warum ist Ceres dorthin gegangen? Sie hatte vorher ein langes Gespräch mit dem Jarl. Sie wollte ihm wohl helfen. Wobei? Genau dabei. Ich muss zu ihm gehen. Ein vielversprechender Anfang. Wunderbar. Ist da was drin? Nein. So, dann gehen wir halt hier raus. Und nun dann. Hoppla. Hier müssen wir hin. Ja. Wieso muss ich jetzt hier lang? Weiß ich jetzt auch nicht, aber... Hehe, hüpf. Okay. Dann werden wir mal schauen. Ja, es ist eine Ehre, die Tochter Ankreitz zu beherbergen. Sei gegrüßt. Einen Monat lang kaum eine Menschenseele. Und dann kommen die Gäste von weit her wie ein warmer Sommerregen. Bist du müde, Reisender? Hungrig? Ist das nicht Lispellotte? Ich glaube ja, ne? So sah die aus. Nur gut, die gelben Haare, ui. Ich suche Ceres, die Tochter des Jarl Ankret. Knapp verpasst. Das Mädchen war soeben hier. Wohin ist sie gegangen? Wollte etwas über die Kindheit des Jarls wissen. Ich sagte ihr, dass sie Berg Thora und Eirik fragen muss. Wer sind Berg Thora und Eirik? Vor vielen Jahren stand Eirik dem alten Jarl nahe. Der Jarl hat ihm geholfen, Berg Thoras Herz zu gewinnen. Sie wohnen am Ostrand des Dorfes. Okay. Pass auf dich auf. Sei gesegnet und gib Ceres meinen Segen, wenn du sie siehst. Ja, jetzt müssen wir... Nee, da oben. Ey, ich drück wirklich nach vorne.
Das ist echt Hammer. So, Bergtora. Grüß dich. Ich suche jemanden. Da hast du Glück. Ich bin zwar vergeben, aber das Dorf ist voller hübscher Mädchen. Du hast ein Pfannkuchengesicht. Hübsche Mädchen, sagst du? Wo denn? Ob eine mir die Insel zeigen würde? Naja, da gibt es Veja. Sehr niedlich. Fassbinders Tochter. Obwohl, nee, die hat Zähne wie Angelhaken. Deborah vielleicht. Ein feines Mädchen. Gerade Zähne. Hat aber ein Geschwulst unter dem rechten Auge. Aha. Maya hat ein liebliches Gesicht. Wenn nur ihr rechter Fuß keinen Knochenfraß hätte. Eieiei. Ach, Mumpitz. Wenn ich's mir überlege, ist keine besonders ansprechend. Du auch nicht. Ich suche Ceres. Dieses dürre Ding. Schöne Rehaugen entstammt einer ehrbaren Familie. Aber hager wie ein wandelnder Ast. Ich weiß nicht, wo sie ist. Und ihr Vater... Ha, der alte Krach soll ruhig bleiben. Kein Mädel von den Skelligen stirbt auf ihrer eigenen Insel. Mhm. Also gut. Sie war vor ein paar Stunden hier. Sie wollte mit meinem Mann Eirik sprechen. Sie sollten am Strand auf der anderen Seite der Insel sein. Mhm. Danke. Pass auf dich auf. Viel Glück bei deiner Suche. Ja, schönen Schrank auch. So, jetzt werden wir mal... hier. Psst. Schön ruhig Platz. Schön ruhig bleiben. Okidoki. So, eigentlich kann mir hier nichts passieren im Moment. Nö. Kämpfe? Noch kämpfen muss, weil da kann ich mich nicht mehr erinnern. Erinnern, nicht erinnern. Oh. Sekunde. Nee, Moment. Wir nehmen mal hier. Zack. Fünfte Essenz. Hier ist nichts mehr zu tun. Und wir werden... Jetzt weiß ich nicht, komme ich da hoch? Ja, hier komme ich hoch. So. Hoppla. Moment. Komme ich von hier aus dahin? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber hier will ich auch gar nicht hin. Nein, ich will hier hoch. Oh, ja. Jetzt war ich wieder zu schnell. Ja, das sollte mir hier auf Skellige nicht zu oft passieren. Nee, das könnte ganz böse. Ah, Igni. Ja, das passt. Hervorragend. So, dann gehen wir wieder zurück. Ja, Skellige ist wirklich, boah, mit den Bergen und alles. Boah, also wo ich jetzt... Ich habe mir ein paar Sachen gemerkt, aber wow. Da bin ich manchmal ins Wege gelaufen. Ach du, kann ja da rüber. Und scheiße ist, da muss ich den ganzen Weg zurück. Und dann, boah, das war echt heftig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das war zu heftig. Deswegen habe ich auch fast 500 Stunden da dran gesessen. Oh, ja, so geht's auch. So geht's auch. Halt. Und dieses Geräusch, dieses... Frische Fußspuren. Vielleicht von Ceres. Vielleicht. Das haben wir gesehen. Okay. Eine alte Wasserflasche. Was haben wir denn hier? Ein Bett. Hier ist nix. Und hier liegt Ceres rum. Ja. Ich muss ihn hier rausbringen. Ja, eindeutig. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Tut so weh. Hast einen Schlag auf den Kopf bekommen. Geralt, warum bist du hier? Ich suche dich. Dein Vater macht sich Sorgen.
Ich bring dich nach Hause. Ich gehe erst, wenn ich Udalric geholfen habe. Das Schwert. Wo ist das Schwert? Ich muss zurück. Du gehst nirgendwo hin. Ich hab dich gerade erst halbtot hier rausgeholt. Ich muss... Du musst mir erzählen, was passiert ist. Warum bist du da reingegangen? Ich wollte Udalric helfen. Klar, er hat sich etwas merkwürdig benommen, aber ich weiß nicht, wie ihm dein Spaziergang durch ein Geisterhaus geholfen hätte. Hätte es, hätte ich das Schwert gefunden. Was hat es mit dem Schwert auf sich? Das ist Brokvar, das Ahnenschwert von Udalrics Clan. Ich brauchte es, um den Fluch von Udalric zu nehmen. Welchen Fluch? Lange Geschichte. Vor vielen Jahren haben sich Udalric und sein jüngerer Bruder um das Schwert gestritten. Nach der Tradition gehört das Clanschwert dem erstgeborenen Sohn, Udalric. Aber sein Vater hat es seinem jüngeren Bruder Aki vermacht. Oh, eine schwere Beleidigung in dieser Gegend. Schwer genug für Udalric, um ein heiliges Gesetz der Skelligen zu brechen. Er hat die Entscheidung des Vaters öffentlich hinterfragt. Das konnte der alte Jarl wohl nicht durchgehen lassen. Sie haben Udalric an einen Pfahl gebunden und bis zur Hüfte im Meer versenkt. 3 Tage lang. Und danach sind Aki und er fischen gefahren. Boah, echt, überleg mal, du bist bis zu der Hüfte im Meer rein versenkt. Oh, und 3 Tage, leck Arsch. Normalerweise stirbst du da dran, aber gut. Wir sind Freunde geworden. Nee. Die Fahrt ist wohl nicht gut ausgegangen. Richtig. Es gab einen Unfall. Ein Sturm brach los und Aki ging über Bord. Udalric hatte mit den Segeln zu tun und seinen Bruder erst gehört, als es zu spät war. Hörte ihn nicht oder wollte ihn nicht hören? Manche Insulaner hatten dieselben Zweifel, aber niemand hat sie ausgesprochen. Was glaubst du? Hat Udalric Aki getötet? Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber eines weiß ich. Was auch immer an jenem Tag auf dem Meer passiert ist, beeinflusst Udalric noch heute. Und es könnte etwas mit dem Schwert zu tun haben. Was willst du mit dem Schwert machen? Ich glaube, Akis Geist will es zurückhaben. Der Geist des Bruders? Seit ich denken kann, hat das Inselvolk in Udalric immer den Auserwählten gesehen, zu dem die Götter sprechen. Das habe ich auch mal geglaubt, aber jetzt, angesichts bestimmter Umstände, er ist einfach besessen. Und es ist sein jüngerer Bruder, der ihn heimsucht. Gewagte Theorie. Bricht nicht allein der Gedanke daran ein Gesetz? Mir egal. Ich glaube nicht an Gespräche mit Göttern. Hast du ihn mal gesehen? Er ist mit Narben übersät. Ich dachte, die hätte er sich in Schlachten verdient. Wenn du den Zwist mit sich selbst als Schlacht bezeichnest. Ich habe ihn gefragt. Er sagte, die Stimmen befehlen ihm, sich selbst zu verletzen. Zum Ruhm der Götter. Das glaube ich nicht. Das sind nicht die Götter. Das ist Aki. Du meinst, Aki rächt sich, weil Udalric ihn hat sterben lassen? Ich habe mit Hjord gesprochen. Der schwört, dass Udalric erst seit Akis Tod Stimmen hört. Und ich glaube nicht, dass Hjord falsch liegt, denn er kennt die beiden von klein auf. Vielleicht lässt Aki von Udalric ab, wenn wir ihm Brokvar geben. Keine schlechte Idee. Vorausgesetzt, wir haben es mit einem Geist zu tun. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Was denn? Aki ist auf See ertrunken, sagtest du. Aber es spukt hier in diesem Haus. Aki und Udalric haben hier beide gelebt. Vielleicht deswegen. Danke für deine Hilfe, Geralt. Aber ich muss das Schwert holen. Kommt nicht in Frage. Ich hole es. Wirklich? Danke. Dann kann ich zu Udalric gehen. Nein, du bist zu schwach. Vielleicht kippst du unterwegs wieder um. Warte hier. Wir gehen zusammen. Ja, genau. Schön hier warten. So. Gucken wir mal. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Ein Kellerschlüssel. Halt! Guck mal, in die Babywiege läuft irgendein Scheiß. Keine Ahnung. Okay. Da, ja. Oh, eine schöne Servierplatte. Wo sie gelegen hat. Guck mal. Okay. Überall diese schwarzen, keine Ahnung, flüssigen Teers.
Ja gut, ich wusste, dass er das hier war. Ist ja logisch. So, hier runter. Ja. So. Jetzt werden wir alles anzünden, was geht hier. Das ist Pflicht. Ja, das muss man. Na, geh da hin. So. Da ist die Kerze. Ja. Okay. Jetzt wird's kriminell. Da. Fokwa. Da. Postkonjunktionskreatur. Du müsstest das doch wissen. Wort konnte ich sogar fehlerfrei aussprechen. Ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal machen muss, breche ich mir die Zunge. Komme ich da hoch? Nein. So. Sie sitzt da, ganz geduldig, fritzt sich den Arsch ab. Hast du das Schwert gefunden? Ja, ich hab's. Gehen wir. Also, nach dir. Na gut. Ich gehe nach dir. Du und mein Vater, ihr wart mal Freunde, nicht? Ich hoffe, wir sind es noch. Aber, also, ich hab gehört, dass ihr euch zerstritten habt wegen irgendwas oder irgendwem. Meinst du die Geschichte mit Jennifer? Das ist schon lange her. Es war, bevor dein Vater deine Mutter getroffen hat. Aber du und Jennifer kanntet euch schon. Tja, mit Jen waren die Dinge nie in trockenen Tüchern. Was ist an ihr? Was zieht dich zu ihr hin? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich einfach nie für Bequemlichkeit und Ruhe entschieden. Du haust nur aus die Visage ein und rennst dann hier einfach so rum? Ja, logisch. Bist du heiß, ne, Ceres, ja? Tja, den Wunsch werde ich dir nie erfüllen können. Absolut nicht. Ich glaube, hier müssen wir her. Ja, genau. So, ist gut. Oh Gott. Ja, ich bin auch ein bisschen müde. Halb 12. Wo ist Jennifer? Ich weiß nicht. Warum fragst du? Ich staune nur, dass sie dich alleine hat herkommen lassen. Wie meinst du das, lassen? Nichts, gar nichts. Ich hatte nur den Eindruck, dass sie dich nicht gern aus den Augen lässt. Schau, da sind sie. Schön. Schrecklich hell hier draußen. Schmerzt in den Augen. Die frische Luft wird dir gut tun. Die Götter werden nicht erfreut sein. Ja, unsere Gäste, weißt du noch?